Mystisch und geheimnisvoll, manchmal unheimlich. Die Fließe, der Wald auf Sandbänken, der Spreewald. Hier wird eine der besten deutschen Krimiserien gedreht. Der Spreewald-Krimi. Seit 2006 läuft die Krimiserie im Fernsehen. In diesem November soll es Teil 10 geben. Im Spreewald-Krimi spielt Christian Redl den Kriminalkommissar Thorsten Krüger. Will man die Drehorte des Spreewald-Krimis aufsuchen, muss man auf jeden Fall nach Lübbenau. Das ist der zentrale Ort, wo fast alle Folgen spielen. Mittelpunkt von Lübbenau ist der große Hafen. Hier beginnen die Kahnfahrten in den Spreewald. Im großen Hafen wurden viele Szenen von Die Tränen der Fische gedreht. Auch in Lübbenau ist die Polizeistation beim Spreewald-Krimi. Das ist einfach das Spreewald-Museum. Und auch das Schloss Lübbenau wird für Dreharbeiten genutzt. Nicht weit entfernt von Lübbenau liegt die kleine Stadt Lübben. Hier gibt es das Schloss, das war auch schon einmal Drehort, und zwar in Die Tote im Weiher. Zu einem weiteren Drehort kommt man nur mit dem Kahn. Man fährt ab Lübbenau los, nimmt am besten die große Schleusenfahrt und fährt zum Gasthof Wotschowska. Die Wotschowska spielte als Hotel in der Folge Feuerengel bereits die Hauptrolle. Das Hotel brannte nämlich ab. In den Kanälen und Fließen um das Gasthaus Wotschowska werden die Folgen vom Spreewald-Krimi gedreht. Hier ist es, wo der Kommissar mit seinem Kahn durch die Fließe fährt. Hier liegt auch das Versteck der Wilderer, das wurde an der Kanonmühle gedreht. Und hier liegt auch die Liebesinsel. Dort liegt die Hütte aus der Folge Mörderische Hitze. Das war's dann von den Drehorten im Spreewald. In diesem Sinn, tschüss.